Der Tennis-Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger Rafael Nadal gab wegen Schmerzen im rechten Knie beim Stand von 6:7, 3:7, 2:6 gegen Del Potro am Freitag, 7. September 2018, Ortszeit auf. Danach schlug Djokovic den Japaner Kei Nishikori mühelos mit 6:3, 6:4, 6:2. Für Djokovic geht es in seinem insgesamt 8. US Open-Finale an diesem Sonntag um den 3. Triumph in Flushing Meadows nach 2011 und 2015 und seinen insgesamt 14. Grand Slam-Titel. Im Vorjahr hatte der 31-Jährige wegen einer langwierigen Ellbogenverletzung gefehlt. Es bedeutet mir die Welt, meinte Djokovic zum erneuten Erreichen des Finales nach seiner Zwangspause. Ich denke, dass ich richtig gut gespielt habe. Vor 4 Jahren war er Nishikori an gleicher Stelle im Halbfinale unterlegen, seitdem hat er ihn nunmehr 14 Mal nacheinander besiegt. Del Potro könnte das Turnier zum 2. Mal nach 2009 gewinnen, zwischenzeitlich hatte der 29-Jährige wegen anhaltender Handgelenksprobleme das Karriereende erwogen. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bei meinem Lieblingsturnier ein weiteres Grand Slam-Finale spielen kann, sagte der Olympia-Zweite von 2016. Er hatte Nadals Probleme mitbekommen. Als ich gesehen habe, dass er sich schlecht bewegt, habe ich angefangen, aggressiv zu spielen und ihn viel laufen zu lassen, erklärte der Weltranglisten-Dritte. Dennoch litt der Argentinier auch mit dem Spanier, das ist nicht die beste Art, ein Match zu gewinnen. Rafa ist der größte Kämpfer in unserem Sport, ihn so zu sehen wie heute, tut weh, sagte der 29-Jährige. Nadal bekam beim Stand von 2:2 im ersten Satz nicht zum ersten Mal im Turnierverlauf Knieprobleme und ließ sich ein Tape anlegen. Gegen Ende des zweiten Durchgangs wirkte er sichtbar angeschlagen und beendete wenig später, wie immer schweren Herzens, die Partie. Ich hasse es aufzugeben, aber noch einen Satz so zu spielen, wäre zu viel für mich gewesen, sagte der 32-Jährige. Schon im Viertelfinale der Australian Open hatte er in diesem Jahr aufgeben müssen. Sidney Paar, Stand 8. September 2018, 8:29 Uhr.